2, 3. Egal wann für die. Stopp da, okay? Okay. Normal, normal, normal machen wir, okay? Darf ich? Kommen Sie nach Biona bleiben? Ja, genau. Mit Ihrer Kind können Sie kommen. Applaus. Ja, ja. Sie können zusammen mit dem kleinen Baby kommen. Also, na genau. Hier, diese Seite. Kommen Sie hier. Hier, links, links. Genau, 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 genau. Hier, genau. Genau. Hallo, guten Tag. Hier kommen Sie, der Kleine. Auch oh, sehr schön. Hallo. Gucken wir ein kleines Spielchen. Hallo, guten Tag. Erste Mal, hallo, guten Tag. Ich bin Laura, hallo. Frau Laura, Applaus für Frau Laura, für Laura und für das kleine Kind. Wie heißt du denn? Das ist Theo. Theodro, Applaus für die kleine Theodro auch. Okay, kommen Sie diese Seite bitte? Ja, genau. Wir spielen zusammen mit Ihrem Kind, mit Theo, Theodor, richtig? Genau, eine afrikanische Denkspiele. Das Spiel ist ein interessantes Spiel. Welche Note haben Sie in Klasse? Waren Sie an der Universität oder waren Sie in Highschool oder waren Sie in der Schule? Welche Note zum Beispiel Mathe oder Physik oder Atomphysik gehabt? Kommt drauf an, welche Klasse. Im Abitur nicht mehr so gut, in der Oberschule eher Tendenz 2-1. Aber ich sag mal lieber 4. Oh, 4. Aber das ist okay. Vielleicht schaffen Sie auch diese interessante Denkspiele. Wir machen so. Schauen Sie, die Theorie ist ein interessantes Spiel. Man muss nicht unbedingt dieses Spiel haben mit. Ich will erst mal sehen, das hier. Man kann zu Hause spielen, also mit Bohnen, mit Pfennig, mit Streichholz und so weiter, ne? Hauptsache, man braucht 15 Stücke, okay? Okay, es geht los. So, jetzt geht's los. So, Madame, Laura, richtig? Och, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich freue mich. So, Laura, es geht los. Wenn du möchtest, kannst du einen Stein nehmen oder zwei oder drei. Wir spielen abwechselnd, aber wer die letzten Steine wegnimmt, hat das Spiel verloren. Habt ihr verstanden, Laura? Habt ihr verstanden? Ja, 1, 2 oder 3. Aber der letzte Stein ist gefährlich, giftig, kann man sagen. Okay, seid ihr bereit, mit mir zu spielen? Okay, 1, 2, 3. Bitte schön. Wollen wir wegnehmen? Wollen wir erstmal 2 wegnehmen? Nimm mal 1 und ich nehme 1.
Okay, zwei. Okay, ich habe einen Trick, wie eine Schachspieler. Erstmal nehme ich ein Spiel und warte ich ab. Sie sind dran jetzt. Wie viele möchtest du mitnehmen? Wie viele? Eins, zwei oder drei? Zwei wieder? Oh, der Kleine möchte zwei. Theo möchte zwei. Wow. Eins. Die Junge ist ein, die Mutterchen ist ein. So, okay, ich habe immer Tricks. Ich weiß, was ich mache. Ich nehme noch eine und warte ich ab. Jetzt, Laura, bist du dran. So, wie viele möchtest du jetzt abnehmen? Du weißt nicht, soll ich entscheiden? Okay, dann nehme ich jetzt erstmal einen. Okay, das ist nicht schlecht. Eine. Die haben einmal zwei, die zweite Runde zwei und diesmal eins. Oh, ich muss richtig aufpassen. Diesmal, ich muss, okay, ich weiß, was ich machen soll. Okay, darf ich dir ein bisschen, kannst du das Zuschauer schauen? Schau mal, ich mache diesmal auch eins, zwei und drei. Erstmal Attacke. Ich weiß die Tricks. Laura, bist du dran? Sieht nicht gut für mich aus. Moment, wer hat gesagt ein? Nur eine? Du brauchst Hilfe. Die Assistent von den Zuschauern sagt eine, nimm eine. Stimmt? Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt nur einen, okay? Nimm mal einen weg. Nein, nicht dazu, dann einen nehmen. Aber wir nehmen den da. Enough? Nicht mehr? Nur ein. Okay, jetzt ist die letzte Runde. Wie viele Steine muss ich wegnehmen? Drei. Genau, drei ist das. Die hier, eins, zwei, drei. Das bedeutet, Laura, du hast das Spiel leider verloren, weil ich muss drei Spiele. Ja. Habt ihr Spaß gemacht mit diesem Spiel, Laura? Habt ihr die Tricks verstanden? Ja. Man muss gut zwischendurch rechnen können. Richtig. Ganz genau. So, Applaus für die Zuschauer hier, für meine Assistentin Laura und der Junge, richtig? Und ihr bekommt auch Geschenk erstmal. So, was brauchst du, Theo? Ich habe hier mehrere Geschenke. Luftballon oder zum Beispiel, ich habe... Warte mal. Haribo habe ich auch. Was noch habe ich? Guck mal, der hier habe ich auch. Was noch habe ich? Bonbons für Laura vielleicht. Und für dich? Welche? Oder Luftballon ist besser? Ja. Möchtest du die hier oder da? Okay, braucht auch das. Die Kleine, bitteschön. So, Laura, was brauchst du auch? Ballon. Okay, welche Farbe denn? Ich habe mehrere Farben. Grün, rot, gelb. Welche? Grün, okay. Da schauen wir einmal grün. Hoppla, da machen wir schnell grün. Hier, einmal grün. Hoppla. Okay, warte mal, die kleine Mädchen möchte etwas sagen. Möchtest du hier spielen? Okay, kommt hier, komm hier. Dann ich spiele mit den kleinen Mädchen ein afrikanisches Spiel, okay? Okay, sie möchte erstmal. Ihr bekommt alle Geschenke später, okay? Aber zuerst die kleine Mädchen möchte mit mir etwas spielen. Okay, komm.
Applaus, Applaus für die kleine Mädchen. Hier, die Mama kommt auch. Hier, nee, schafft ihr diese Seite? Wow, das ist nett. Dankeschön, Applaus. Nee, hier, bleib mal hier. Dankeschön, bleib mal hier. So, wir spielen, wie heißt du eigentlich? Angeline, okay. Wie alt bist du, Angeline? 5. 5 Jahre alt, wow, aktiv. Applaus von Angeline, ja? So, danke schön. Angeline, ich möchte mit dir ein afrikanisches Spiel spielen. Und es gibt auch ähnliche Spiele auch in Deutschland. Ich denke, ich singe und wir spielen zusammen, okay? Okay, geht los. Vor viele Jahre, ich war in Afrika, ganz genau in Tunesien, Nordafrika, und wollte ich eine Kamel für euch, also ne, europäische Zuschauer oder für Kinder kaufen. Ne? Aber der Mann sagt, ist teuer. Und da habe ich gefragt, wie viel kostet? $20,000 eine Kamel, also klein Kamel. Ne? Und ich war traurig. Und außerdem, ich muss diese Kamel von Tunesien bis Deutschland mit Flugzeug transportieren und Tierheim, Genehmigung, alles kompliziert. Und dann, ich war ein bisschen traurig und der Mann sagte, komm, ich habe andere Kamel für dich als Geschenk, hat er gesagt. Und er hat mich eine Kamel gegeben. Hier in dieser Kiste ist eine kleine Kamel. Und der Name heißt Sebastian. Okay, ab jetzt sage ich nicht so viel, weil ich muss etwas machen. Aber bei Zauberer, wenn ein Zauberer euch so zeigt, ne, oder so, bedeutet, müsst ihr sehen. Okay, wenn ihr sagt so, hören. Ne, müsst ihr diese Symbole sehr wichtig ab jetzt. Okay, also geht's los. 1, 2, 3. Sebastian.
Hast du Bild? Gar nichts. Also hier schon, aber die ist mir gerade ausgefallen. Ah, nee. So, erstmal seid ihr Freundin? Ja, stimmt, ne? Wie heißt du erstmal? Levi. Levi, wunderschön. Hertha BSC, wow, stark, stark. Applaus für unsere Mannschaft, die Hauptstadt Berlin. Das ist sehr gut. So, und du heißt? Emil. Emil, welche Mannschaft ist das? Keine Mannschaft, aber trotzdem, egal. Und du? Theo. Theo, ja. Welche Klasse seid ihr? Fünfte, alle, fünfte, ja. Bist du siebte? Ja, fünfte, okay. Wie ist es, Ihre, du bist auch ein Footballer, also echt? Ja, ja, ja. Also bist du auch gemeldet beim Hertha BSC? Nein, aber beim anderen Club. Und wie ist es deine Zukunft? Hast du Lust, als richtige Profi-Schauspieler, also Footballer zu spielen? Ja. Verteidigung, Attacke, Goalkeeper, welche? Verteidigung. Verteidigung, stark. Applaus für die Jungen, dass er eine Zukunft hat. Ne? So, okay, Theo hat auch eine Zukunft. Was ist deine Zukunft? Basketballer. Basketballer. Denkst du, denkst du, das würdest du größer? Okay, eine Basketballer ungefähr muss, denke ich, 1,8 Meter sein, stimmt? Ja, ja. Bisschen größer. Ja, ein bisschen größer. 1,85 oder 8,5, ne? So ungefähr. Oder bestens 1,90, ne? Denke ich, nach meiner Meinung. Ich habe eine Frage. Im Moment läuft in Deutschland Fußball. Welche Mannschaften, zum Beispiel du als Hertha Fana oder Amateurspieler, Türkei? Bist du Türkei? Ja, also Deutschland, Türkei und Frankreich. Frankreich, das sind deine Favoriten, ja? Ja, okay. Und du? Türkei. Ja, das ist gut. Sie haben auch gut gespielt diesmal, ne? Ja, sehr gut. Und du, Theo? Deutschland und Frankreich. Deutschland und Frankreich, das ist sehr gut, okay. Erstmal kommt ihr hier alle. Genau, das ist sehr gut. Ja. So, ich mache ein Spiel mit euch. Also,
was habe ich für euch? Genau, da also zum Beispiel, ich überlege, was ich mache mit euch. Warte mal, ich überlege. Oh ja, wo ist dieses Spiel? Genau. Zuschauer, okay? Wir machen ein schönes Spiel, ein Changing Bottle heißt es, ne? Aus Amerika. Seid ihr alle bereit? Ja? Okay. Eins, zwei, drei. Hokus. Simsalabim. Keine Ahnung. Ich fahre mit Bus. Okay, Simsalabim, ich fahre mit Bus. Das, Simsalabim, Fidibus, ich fahre mit Bus. Das gefällt mir. Applaus für die Kleine. Habe ich noch nie so gehört. Das ist sehr gut. Okay, das ist sehr gut. Hokus Pokus, Simsalabim, Fidibus, ich fahre mit. Applaus nochmal, das ist sehr gut. Dankeschön. Ja. So. So. Ja. Dankeschön.
kommt auch hier. Warte mal, der hier. Das auch, ne? Das geht auch, oder? Das geht auch. Oder? Zehn. Oder machen Sie hier. Die Kleine vielleicht braucht anders, ne? Ja, okay. Hier, die Kleine. Schön. Ja, okay. Ja, okay. Ja, wirklich. Ja, okay. Jetzt kommt Luftballongeschenke, Luftballon gleich. Wer muss den Luftballon? Hier nach vorne. So, so die Kleine hier. Schön. Jetzt kommt Luftballon. Okay, braucht ihr noch? Warum? Okay, kommt zwei Mädchen auf die Bühne, die andere Seite, kommt die hier. Auf die Bühne kommen, sie muss auf die Bühne. Ja, ja, genau. Links, 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 links. Ja, hier. Okay, ja, kommt sie hier. Hier, hier. Applaus von meinen Assistentinnen hier. Genau, zwei Mädels hier. Ja. Und jetzt helfen meine Assistentin, also Luftballon. Ich mache zum Beispiel, wer möchte, ich kann auch. Genau. Genau. Ja, genau. Ja, mach ich auch. Genau. Bombus kannst du auch. Was? Wie geht's? Das ist der Mann. Das war der Mann. Das ist der Mann. Alle hier auch.